Servus, ich bin der Stefan, ich bin Gründer der Bavaria Weed. Ich bin hier zuständig für Strategie und für Produktqualität. Ich bin der Einzige in der Firma, der sich mit Cannabis auskennt. Ich bin auch selber seit 20 Jahren Patient. Und mein Ziel war es, wo ich die Firma gegründet habe, Cannabis für jeden zugänglich zu machen, in einer sehr hohen, sicheren Qualität. Von daher fangen wir schon beim Hersteller auf dem Feld in der Facility an, dem zu erklären, wie er das Cannabis anbauen muss, welche Anbaumedien von Mutterpflanze über Stecklinge, über den gesamten Prozess bis hin zur Trimming und Trocknung. Bevor das Cannabis zu uns kommt, legen wir erstmal einen Laborbericht an von einem zertifizierten Labor vor Ort. Passt dieser Wert und die Spezifikation, führen wir es nach Deutschland ein und es wird dennoch, wenn es zu uns kommt, nochmal getestet. Wenn es bei uns angeliefert wird, ist das Erste, was wir machen, wir schauen, ist die Umverpackung noch intakt. Der Hersteller hat von uns genaue Vorgaben, wie er das Cannabis verpacken muss. Wird es zu uns geliefert und die Umverpackung ist bereits aufgerissen, dann ist auf dem Transportweg ein Fehler passiert. Wir können nicht nachvollziehen, wer das aufgerissen hat. Es geht hier um Betäubungsmittel und Arzneimittel, können wir nicht annehmen. Bis jetzt noch nicht passiert. Wenn bei uns die Palette ankommt, trennen wir dann die noch intakte Umverpackung. Dann müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Palette mit sehr vielen normalen Umzugkartons drauf. Und in den Umzugkartons sind 8 500 Gramm Päckchen, ungefähr so groß wie ein Kopfkissen bei euch zu Hause. Wir trennen das Ganze und der erste Schritt ist, dass wir jedes Päckchen, das wir bekommen, nochmal nachwiegen. Wir nennen es gerne, das ist der Fingerabdruck. Weil wir holen zwar 500 Gramm Päckchen und dennoch hat jedes natürlich ein bisschen unterschiedliches Gewicht. Also das eine wiegt 498 Gramm, das andere wiegt 502. Wir wiegen es nach und kleben dann nochmal unseren eigenen Aufkleber drauf, dass wir es geprüft haben, verbringen es in unsere Transportkisten und es wird von unserer Lagerleitung versiegelt. Denn bei uns ist dann erstmal in Quarantäne, bis wir das Ganze ins Labor geschickt haben und nochmal unseren eigenen Laborwert gemacht haben und geprüft haben, ist es wirklich in den Spezifikationen. Wenn wir den Auftrag bekommen zu produzieren, bringt die Lagerleitung die Kiste mit Cannabis in unsere Materialschleuse. Das ist die Schleuse zum Reinraum. Wie man am Boden sieht, sind die Farben getrennt. Der saubere Bereich, wo wir uns bewegen, ist blau. Der reine Bereich, wo sich die Leute im Reinraum bewegen, ist weiß. Die Übergabe findet in der Mitte statt. Die Übergabe ist wichtig, weil es das Siegel der Lagerleitung gebrochen wird im Vier-Augen-Prinzip und der Produktionsleiter übernimmt anhand von den spezifischen Gewichten von den verschiedenen Packungen, dem Fingerabdruck, weiß er, dass er das richtige Material übernommen hat und die Lagerleitung ist in dem Fall raus aus der Verantwortung. Im Reinraum wird das Ganze dann in die verschiedenen Packungsgrößen verarbeitet von 5 bis 100 Gramm. Wir haben dazu eine vollautomatische Verpackungsstraße. Man sieht jetzt hier, wie wir Cannabis in den Trichter schütten. Der Trichter füllt das Cannabis auf ein Förderband und das Förderband geht dann oben in die Maschine rein. Können wir leider nicht zeigen. Die Maschine hat einen automatischen Dosenauswurf, die Maschine wiegt automatisch Tara, die macht automatisch eine Kontrollwägung und ist so von uns gebaut, dass sie bei 10.000 Wägungen keine Unterfüllung hat und maximal 0,2 Gramm Überfüllung. Ist dieser Produktionsschritt abgeschlossen, versiegelt der Produktionsleiter diese Transportkisten und übergibt in dieser Materialschleuse, diesmal genau andersrum, die fertig verpackten Dosen an die Lagerleitung. Da ist ein Schritt passiert, für Laien nicht so schlimm, bei einer Betäubungsmittelbilanz ist er kritisch, denn wir führen Kilogramm in den Reinraum ein und wir bekommen Stück raus. Wichtig ist, dass bei der Übergabe von Produktionsleitung zur Lagerleitung das Ganze bereits versiegelt ist. Denn bevor es wir in den Verkauf geben, wird es von uns nochmal überprüft mit einem Laborwert, ob denn während diesem Prozess eine Verschmutzung, eine Kontamination stattgefunden hat. Ist das Ganze nicht erfolgt, was bis jetzt auch noch nicht passiert ist, gibt es dann unsere Qualified Person für den Medizinmarkt frei. Also mein Name ist Dr. Matthias Schmidt, ich bin Apotheker von der Ausbildung her. Und bin hier in der Firma die sogenannte sachkundige Person.
Eine sachkundige Person ist nach dem Arzneimittelrecht die Person, die Arzneimittel zum Vertrieb freigibt und vorher natürlich feststellen muss, dass alles den Regeln entsprechend hergestellt und geprüft wurde. Und das Ganze geht zurück, klingt also ein bisschen kompliziert, aber es gibt in der Pharmaindustrie drei Verantwortungsebenen, die angehalten werden müssen. Das eine ist die Ebene der Herstellung, das zweite ist die Ebene der Qualitätskontrolle und das dritte ist dann die Ebene der Freigabe für den Vertrieb, damit sichergestellt ist, dass die Qualität der Mittel tatsächlich auch nachvollziehbar ist und überprüfbar und von Charge zu Charge identisch. Wie funktioniert sowas? Das funktioniert dadurch, dass wir hier in der Firma Material bekommen vom Anbauer, das wir dann auf Qualität überprüfen. Wir wissen also ganz genau, welche Schwermetallkonzentrationen sind drin, dürfen natürlich keine drin sein, logischerweise. Pestizide werden überprüft, Schimmelgifte werden überprüft, bakterielle Belastung wird überprüft. Es wird überprüft, welche Cannabinoid-Konzentrationen drin sind, THC, CBD, die sind ja in bestimmten Rahmen vorgegeben, beziehungsweise auch durch den Import dann klassifiziert, also weil wir verkaufen es ja dann hinterher in einer bestimmten THC-Klasse. Und das wird hier über die Wareneingangsanalytik kontrolliert, das läuft in der Qualitätskontrolle. Wenn wir das haben, weiß die Herstellung, was sie verwenden kann, wie sie ihre Produktion planen kann. Und dann erfolgt in der Regel nochmal eine Qualitätskontrolle vor der Freigabe. Und meine Freigabe ist dann die letzte. Das heißt, ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alles, was bis zu diesem Zeitpunkt gelaufen ist, legal ist und qualitativ top gelaufen ist. Das ist die Aufgabe, die ich hier habe. Es ist letztendlich nicht alles, was ich hier tue, selbstverständlich nicht. Die Pharmaindustrie ist sehr stark formalisiert. Das heißt, man arbeitet hier unter bestimmten Qualitätskriterien. Das nennt sich GMP, Good Manufacturing Practice. So, man unter uns sagen, wenn man GMP heißt, eigentlich Give Me Paper, weil ich brauche sehr viel Papier dazu, um das Ganze zu dokumentieren, damit auch wirklich jeder Schritt jederzeit nachvollziehbar ist. Und daran arbeitet natürlich jeder in der Firma mit und das ist auch eine meiner Aufgaben, logischerweise da in meinem Bereich daneben mitzuhelfen, mitzuarbeiten. Ansonsten gibt es sehr viele Leute, die illegal Cannabis verkaufen, Cannabis oder zum Beispiel in Coffeeshops. Warum hier dieser Aufwand? Ganz einfach deswegen, die Qualität spielt hier die wesentliche Rolle. Wenn man ins Arzneimittelgesetz reinguckt, da stehen drei Definitionen, was ein Arzneimittel ausmacht. Und wir verkaufen ja Arzneimittel, wir verkaufen ja nicht irgendwelche Partydrogen. Diese Arzneimittel, die haben die Eigenschaft Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit. Die Qualität bedingt natürlich sowohl die Wirksamkeit als auch die Sicherheit. Denn wenn ich die Qualität nicht habe, dann kann ich nicht garantieren, dass das Ding das tut, was es tun soll. Und ein Arzneimittel hat nach dieser Definition die nachgewiesene, muss die nachgewiesene Wirksamkeit haben und damit entsprechend auch die nachgewiesene Sicherheit. Das kann ich von einem Cannabis von der Straße nicht erwarten. Das heißt, der Gesetzgeber möchte natürlich durch Konstruktionen wie hier in dieser Firma, durch den Vertrieb von geregeltem Cannabis, sicherstellen, dass der Patient auch ein Mittel bekommt, von dem er sicher sein kann, dass es morgen noch genauso wirkt wie heute. Das ist der wesentliche Unterschied. Ist es für den Medizinmarkt freigegeben, bekommen wir einen Lieferauftrag. Wir dürfen nur an Apotheken und Großhändler liefern und wir müssen auch beide Parteien qualifizieren, also sprich prüfen, haben sie überhaupt eine Apothekenbetriebserlaubnis, haben sie eine Betäubungsmittelerlaubnis oder im Fall von einem Großhändler hat er eine Großhandelserlaubnis oder eine Lagererlaubnis. Erst dann dürfen wir unsere Cannabisdosen verschicken. Hallo, ich bin der Jens. Ich bin hier am Standort in Leipheim zuständig für die technische Gebäudeausrüstung. Wir befinden uns hier in einem ehemaligen NATO-Schutzbunker. Es ist ein Atombunker. Wir haben meterdicke Betonwände, wir haben Körperschallsensoren, diverse Sicherungsbereiche. Ich bin auch zuständig für die Überwachungstechnik. Das heißt, wir haben hier am Standort hunderte von Überwachungskameras verbaut. Wir haben keine toten Winkel, wir haben diverse Videoanalysen, auch im Produktionsbereich. Und bei uns gibt es eindeutig nichts zu holen. Ich bin David Surio, der CEO der Bavaria Weed. Ich bin dafür verantwortlich, das Unternehmen operativ und wissenschaftlich weiter auszubauen.
ist es mir ein Anliegen, dass wir die klinischen Studien mit in den Fokus nehmen in der weiteren Produktentwicklung, weil wir einfach davon ausgehen, dass es eine Unmenge an Wissen in der Community gibt, welches nie wissenschaftlich belegt worden ist. Und wir möchten diese Lücke schließen, um damit Ärzten und Patienten Therapiesicherheit zu geben.